Ich ging mit zwei Freunden. Da sank die Sonne. Über dem blauschwarzen Fjord und der Stadt lag der Himmel wie Blut und Feuerzungen. Mir war, als ging ein mächtiger Schrei durch die Natur. Mit diesen Worten beschreibt der norwegische Maler Edvard Munch sein Bild Der Schrei. Er malte vier Versionen mit diesem Motiv. Was das Bild so mächtig macht und so stark, das sind die verursachten Emotionen im Betrachter, die sofort angeknipst werden, wenn man vor dem Bild steht. Der Schrei, modern interpretiert. Das Plakat für den Musikfilm The Wall der britischen Band Pink Floyd greift das Motiv auf und wurde selbst zum Kult. Genauso wie der US-amerikanische Horrorfilm Scream aus den 1990er Jahren, in dem der Mörder eine vom Schrei inspirierte Maske trägt. Der norwegische Cartoonist Arvid Andreassen zeigt, wie unerschöpflich das Motiv sein kann. Er veröffentlichte mehr als 300 Parodien. The Scream from Nature, der Schrei der Natur, ist ein Projekt der norwegischen Künstlerin Lise Wulff. Sie ruft Menschen weltweit dazu auf, ihren ganz eigenen Schrei zu kreieren, zu fotografieren und im Internet mit anderen zu teilen. Ich habe mich aus zweierlei Gründen mit dem Schrei beschäftigt. Die vorherrschenden Umweltprobleme und der Text von Edvard Munch selbst. Er beschreibt darin, dass er einen riesigen Schrei spürte, der durch die Natur ging. Das ist ein interessanter Punkt, weil viele Menschen glauben, dass die Person auf dem Bild schreit. Aber das wissen wir nicht. Vielleicht schützt die Person ihre Ohren vor diesem schrecklichen Schrei. Aber vielleicht schreit auch die Person selbst, weil wir Menschen ja auch zur Natur gehören. Die norwegische Hauptstadt Oslo. In der Nationalgalerie hängt Der Schrei von 1893. Als er im selben Jahr in Berlin zum ersten Mal ausgestellt wurde, empörten sich viele Besucher. Sie empfanden das Bild als Schmiererei, nicht als Kunst. Das Bild war ein großer Skandal, aber eben nicht ganz alleine nur dieses Bild, sondern es war in einem Fries, also in einer Bildererzählung, wie ein Comic sozusagen, eingebaut in einer Bildergeschichte über die Liebe. Aber wenn wir das Bild alleine sehen, dann wirkt dieses Bild eben doch wesentlich stärker, weil es so elementar ist, weil es so reduziert ist, weil es im Grunde eine Formel ist, mit der wir uns alle irgendwie identifizieren können. Denn wir sehen ja nicht mal, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es ein alter Mensch, ein junger Mensch, es ist einfach ein menschliches Wesen mit einem extrem emotionalen Appell an uns. Die Figur im Vordergrund zieht den Betrachter sofort in ihren Bann. Verstärkt wird dieser Sog durch die Balustrade, die diagonal durch das Gemälde verläuft. Am Ende des Weges zwei Personen, unklar in welche Richtung sie gehen. Der Himmel und die Landschaft stark in den Farbkontrasten und so bewegt, als wären es Schallwellen. Durch diese gefühlsbetonte und ausdrucksstarke Malweise wurde Edvard Munch zum Wegbereiter des Expressionismus. Und berührt die Menschen bis heute. Rund 450.000 Besucher kommen jedes Jahr in die Nationalgalerie, um den Schrei im Original zu sehen. Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Sehr viele Menschen möchten sich in derselben Mimik und Gestik fotografieren lassen. Da haben wir also Tausende von Schülern, die sich in dieser Schreipose darstellen wollen. Aber wir erleben auch sehr häufig richtig ergreifende Szenen, dass Menschen wirklich lange vor dem Bild stehen und anfangen zu weinen. Aufmerksam machen, das will Lise Wulff mit ihrer Kunst. Sie stellt das berühmte Gemälde aus Materialien wie Müll nach und ruft andere Menschen dazu auf, das Gleiche zu tun. Die Reproduktionen sollen symbolisch für die Natur stehen, die um Hilfe schreit. 2013 versammelten sich in der Nähe von Oslo mehrere tausend Menschen für das Umweltprojekt, der Höhepunkt von Lise Wulffs Aktion. Der Schrei als Appell, auch heute noch zeitgemäß. Das schreiende Gesicht in dem Bild ist eher flach und zweidimensional im Vergleich zum Rest des Gemäldes. Es ähnelt in gewisser Weise einer Maske. Deshalb eignet es sich gut als Ikone, als Symbol oder sogar als Logo.
Und weil so viele Menschen das Bild inzwischen kennen, werden immer neue Leute nachkommen und anfangen, damit zu arbeiten. Der Schrei, das Motiv ist heute allgegenwärtig. Eine der vier Versionen wurde 2012 für umgerechnet 110 Millionen Euro versteigert. Damit gehört es zu den teuersten je verkauften Bildern. Maybe it manages to convey a feeling of anxiety and unease that many people recognize. Ob es jetzt in der Musik aufgegriffen wurde oder als kleiner Icon in Comics auftaucht, selbst wenn man WhatsApp-Smileys verschickt, ist auch ein Schrei-Smiley dabei. Es ist kaum ein Meisterwerk so oft reproduziert worden wie der Schrei. Es ist ja im Grunde kein schönes Bild. Es ist ein Bild, was uns völlig einnimmt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen darauf spontan reagieren, eben wie auf einen Schrei von einem anderen Menschen, der uns direkt anschreit.